Ich war gerade in der Bucht des Abendsterns, um neue Waren einzukaufen, als mich das Fräulein Levier ansprach. Echt, eine Stunde ihr noch? Bruder hätte in Ulda Schwierigkeiten und ich sollte doch mal sehen, ob ich ihn da nicht rausholen kann. Also habe ich mich auf die Kutsche geschwungen, bin hergefahren und ihr seid mir direkt in die Arme gelaufen, wenn das mal kein Schicksal ist. Sah aus, als hätte es jemand ziemlich eilig, euch zu treffen. Ein Glück, dass ich schneller war, was? Kannst du labern, ne? Wirklich nette Überraschung, dich auch hier zu treffen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Anstatt meine Schwester zu beschützen, lasse ich mich von ihr retten. Wie beschämt. Ja, passiert. Mit wem habe ich hier eigentlich die Ehre, junger Freund? Pippin Taropin, Oberst der Legion der Unsterblichen. Pippin. Das wird schon Pippin, glaube ich. Ich war lange Zeit an der Migischen Front stationiert, bis man mich vor kurzem nach Uldar zurückbeorderte. Gerade hatte ich meinen Fuß in die Stadt gesetzt, als man auf den Straßen von Mord und Umsturz schrie. Ich versuchte sofort Näheres zu erfahren und stieß auf Alfino. Natürlich habe ich nicht eine Sekunde an seine Schuld geglaubt. Der Putsch trägt eindeutig die Handschrift der Republikaner. Ich hatte ja gehört, dass sie in letzter Zeit immer dreister werden. Aber dass es so weit kommen würde... Sagtest du, Pippin, so wie der Sohn des Phönix-Generals? Ich bin sein Adoptivsohn. Erst als wir Uldar verließen, hörte ich, wie man meinem Vater mitgespielt hat. Ich werde zurückkehren, sobald ich euch in Sicherheit weiß. Ich muss Vater aus den Fängen dieser Unholde befreien. Dann brauchst du nicht weit zu reisen. Ich bringe euch jetzt nämlich zum Kohlenstaubbahnhof. Da wartet schon jemand auf euch. Echt? Bitte niemand, der uns mit Fallen spicken will. Meine Kameraden habe ich im Stich gelassen. Und selbst mich konnte ich aus eigener Kraft nicht retten. Ja, mach dir mal Gedanken drüber. Ich habe auf ganzer Linie versagt. So würde ich das jetzt nicht nennen. Ach, diese Kutsche, ich will sie haben. Ja, ich weiß, ich will alles haben. Ich weiß es doch, ich habe ein Problem. Ja, ich habe ein großes Problem. Oh Gott, ich darf wieder lesen, ey. Ich glaube. So. Nachdem man so lange schweigen musste. Also dann macht's gut. Ich gehe noch eine Runde vor der Stadt. Wer weiß, wen ich noch aufgabeln kann. So. Ich wieder richtig, ja. Gleich kommt jemand, der euch von hier wegbringt. Nur nicht verzagen, Freunde. Es kommen wieder bessere Zeiten. Auf geht's! Mach ich sofort. Ich will erstmal wissen, was mich jetzt hier noch erwartet. Ah, okay, super. So, weiter. Was haben wir denn hier für Bilderchen noch? Nee, das ist ein bisschen verschwommen. Hm.
Hier ist Glupschi. Glupschi, Glupschi, Glupschi. Hier ist Glupschi nochmal. Für 28,99 gibt die Kutsche Platz für 4x8. Und ist das teuer. So, warte. Tada! Gizmo! Ich dachte, jetzt meine andere Karte als vorhin. Das ist unser jüngster Kater. Unser kleiner Gizmo. Ist ein Bengalkater. also was ganz tolles, so süß, ist so niedlich. Der ist so toll. Das ist einer, der nicht aus dem Wassernapf trinkt. Er muss immer frisch aus dem Hahn trinken. Das heißt, jedes Mal, wenn man aufs Klo geht, kommt dieser Kater mit und will dann unbedingt aus dem Wasser antrinken. Aber auch nicht aus dem Waschbecken. Nein, es muss aus der Badewanne sein. Und oft, tatsächlich, gestern ist er reingerannt und wir nur so, hä? Du hast den Gizmo, der saß doch eben nur direkt vor der Scheibe. Ja, ist er zweimal hintereinander ins Badezimmer reingerannt und hat das halbe Haus zusammengeschrien, weil er da in diesem Badezimmer war, aber nicht, weil er raus wollte, sondern weil er auch durstig war. Weil wir nicht gesehen haben, dass er da in dieser Badewanne sitzt. Dann sitzt er da immer so. So, macht mir mal einer das Ding an. Hallo. Gizmo Pig, ja. Also, ist, ja. Ein kleines, verrücktes Haarball, wie ich. Der immer direkt an meinem Fußende schläft. Zurzeit zwar nicht, aber im Winter liegt er immer an meinem Fußende. So. Wie viele Quests brauche ich noch? Oder bin ich schon? Oder brauche ich noch? Oder bin ich? Oder brauche ich? Oder bin ich? Jetzt immer so der Wissensstand. Nach der langen Sequenz. Wie sein Name Pinkus. Dass er kein Haarfall ist. ja. Oh Mann. Och, komm schon. Das ist unfair. Der Mekanter ist ein anständiger Mann. Dass ein Händler das Wohl anderer über sein Profit stellt, kommt nicht alle Tage vor. Jetzt noch und dann. Ah, okay. Wie lief eigentlich der Kostüm? Also eigentlich lief er gut. Ich kam am Ende nur nicht aus dem scheiß Turm raus. Weil ich kurz vor Ende gestorben bin und die blöde Kuh mich da unten am teleportieren lassen und ich lieber rausgefunden. Ich habe die mal rausgefunden. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Turm rumgelaufen bin. Ich war zu blöd, da wieder rauszukommen. Ansonsten ging es ja sogar. Aber ich war so verpeilt. Ich wusste dann auch irgendwann nicht mehr so, funktioniert der Teleport, funktioniert er nicht, welchen muss ich nutzen? Ich kam da nicht raus. Oh, scheiße. Aber ich bin nur einmal gestorben. Also, einmal gestorben während des ganzen Dinges. Und am Ende halt, aber das am Ende, da hätte ich einfach. Ja, dann nur auf die Lebensanzeige achten müssen. Okay, von meinem Vater habe ich schon viel über dich gehört. Er nannte dich Kriegerin des Lichts und die größte Heldin Eoseas. Es freut mich, dass wir uns nun persönlich treffen, auch wenn die Umstände denkbar besser sein könnten. Goldfisch-Orientierung sind. Das trifft auch auf mich zu. Nur mal so zur Info. Alfino, nimm es dir nicht so zu Herzen. Es ist noch nicht alles verloren. Wir müssen nur durchhalten, bis unsere Chance kommt. Hier ist mein Spitzname gewesen. Das ist ja echt. Ich glaube, ich bin noch schlimmer als du. Ich glaube, das kann ich echt übertreffen. Hallo, Leute.
Sid, was machst du denn hier? Ein schräger Händler hat mir gesteckt, dass ihr in der Klemme sitzt. Da bin ich von Modona herbeigeflogen. Mit einem Luftschiff etwa? Das ist ja phänomenal. Na klar doch, ihr sitzt doch nicht da rum und dreht Däumchen, wenn es bei euch brennt. Und jetzt lass uns von hier verschwinden. Wohin soll es gehen? Ja, das ist die 400.000-Dollar-Frage. Euro. Irgendwo außerhalb des Einflussbereichs der Messingklingen und der Kristallstreiter. Huertas, lass uns Ishgarda Hoheitsgebiet ansteuern. Dort wird man uns nicht erreichen. Gut, dann auf nach Huertas. Juppie! Fliegt voraus, ich muss hierbleiben und Vater irgendwie aus den Fängen der Republikaner befreien. Ihr werdet bestimmt schon steckbrieflich gesucht, aber keine Sorge. Ich setze mich mit den Anführern von Gretania und Limsa in Verbindung. Wir werden versuchen, den Schaden zu begrenzen. Was würde das Volk denken, wenn die Helden, die ihr Seher so oft gerettet haben, auf einmal zu gesuchten Mördern erklärt würden? Das würde mehr Aufsehen erregen, als selbst den Republikanern recht wäre. Vielen Dank, Pippin. Wenn mein Vater euch vertraut hat, dann tue ich es ebenso. Auch Sultana Nanamon zuliebe. Möge sie in Frieden ruhen. Boah, aber ihr Tod war schrecklich. Das war echt mies. Vor allem mit anzusehen. Vor allem, ich habe das ja schon einmal befürchtet, dass sie dann niedergeht. Aber, ey, so. Du hast steckbrieflich gesucht. Du kannst trotzdem in Ulda rumstürzieren. Nee, echt jetzt? Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass ich dann für eine Weile irgendwie nicht nach Ulda oder so darf. Hallo, Daddel! Bin wieder raus. Migreno bin ziemlich fertig. Es ist recht, dann die Linke. Winke, winke, bis Dennis. Oh, dir gute Besserung, Daddel. Und schön, dass du trotzdem kurz reingeschaut hast. Dann fühle ich auf jeden Fall gedrückt. Ich hoffe, es geht dir dann am Freitag auf jeden Fall besser. Und morgen. Alerts sind danke nicht aus. Eigentlich. Bis vorhin liefen sie noch. Ich weiß nicht, was da zur Zeit los ist. Aber eigentlich sind die Alerts nicht aus. Wirklich. Los an Bord mit euch. Wir fliegen sofort ab. Auf, auf und davon. Ein Hund ist weg. Was? Einhorn? Was für ein Einhorn? Sie heiße Dusche und dann ins Bett. Schlafen gehen. Er wollte meine Sporthose für das Bänder und Ante bekommen. Damit sein Stream loslegen. Vergiss es, Daddel! Kleines Einhörner und Tier mit Fischen. Okay. Oh Gott. Die Katzen. Sollen tatsächlich alles Katzen sein. So, unter anderem auch so Fantasy-Katzen. Ach, mir. Oh, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Egal. Stand ja lang. Hüstel. Ja, ne? Ich habe mein Feingefühl wieder. 21:08 Uhr. Wir schaffen das tatsächlich noch, ey. Ja, warte mal, Pferdchen. Da.
Ui, Sturzflug. Da kommt gar nicht was, dass ich hier mit dem Pferd drin stehe. Ich habe schon von Alfino gehört. Ein Glück, dass ihr mit dem Leben davongekommen seid. Selbstverständlich nehmen wir euch in Drachenkopf auf. Ihr Vertrauen freut mich von Herzen. Aber du musst wissen, dass sich die Lage auch in Coertas bedenklich zugespitzt hat. Okay. Gerade hat mich eine Nachricht aus dem Haupthaus erreicht. Es ist schrecklich. Ishgard wurde abermals angegriffen und einige Vivern konnten in die Stadt eindringen. Den Tempelrittern gelang es zwar, die Bestien zu vertreiben, aber die ganze Stadt ist jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft. Ja. Jeder, der kämpfen kann, ist auf seinem Posten. Niemals zuvor war es den Drachen gelungen, ihre schändlichen Klauen auf den Boden unserer Hauptstadt zu setzen. Der Verlust der magischen Barriere am Tor des Urteils wiegt unendlich schwer. Doch wir dürfen unser Unglück nicht beweinen. Großmeister Emmerich ist zurück und wird die Verteidigungslinien neu ordnen. Was euer Gesuch um Asyl betrifft, so fürchte ich, werdet ihr wohl warten müssen, bis sich die Lage in Ishgard wieder beruhigt hat. Doch verzagt bitte nicht. Ihr seid nicht ohne Freunde. Das sehen wir erst noch. Mein Haus heißt euch willkommen, solange ihr wollt. In Camp Drachenkopf könntet ihr ein Übergangsquartier einrichten. Vom Sonnenstein in den Sonnenschnee. Wie hört sich das an? Niemand wird es wagen, diese Mauern ohne Erlaubnis der Familie Fontaine zu durchsuchen. Ausnahmsweise wird euch Ishgards Ruf als abweisende Nation einmal zum Vorteil gereichen. Lolorito höchst selbst könnte anklopfen. Ich werde jeden Kundschafter vor die Tür setzen, bis wir eure Unschuld bewiesen haben. Danke. Baut lieber mal Alfino auf. Der hat ein paar mehr Probleme als ich. Kämpftest du dafür, die Unschuld meines Freundes zu beweisen? Es ist mir eine große Freude, dir diese gute Tat nun vergelten zu können. Doch hör mich einer an, ich plappere ja schon wieder wie ein Wasserfall. Deine Freunde erwarten dich in der Audienzhalle. Wir sollten sie nicht länger warten lassen. Gut. Die Kälte ist heute besonders beißend. Vielleicht kannst du sie mit dem Feuer deines gütigen Herzens ein wenig vertreiben. Wir versuchen es mal. Oh, mein Drachen fliegt mir hinterher. Hallo, mein Süßer. Hallo. Hallo. Welche? Ich geh noch mal pinkeln. Dauert sie wieder eine Stunde. Oh, okay, ich bin noch mal kurz auf dem Klo. Ich will ja nicht unterbrechen dazwischen. Oh, das ist ja schon mal gut. Ich gehe trotzdem kurz.